Ja, hallo und herzlich willkommen bei Star Trek Online zum Tag des ersten Kontakts. Und einen ebensolch schönen wünsche ich euch auch, auch wenn das vielleicht ein bisschen ironisch klingen mag, ob der aktuellen Krise während dieser Aktion läuft. Aber den Happy Contact Day werden wir dann haben, spätestens wenn alles vorbei ist. Ja, das Ereignis zum First Contact Day läuft vom 2. April bis zum 23. April, auch wenn hier am Kalender der 22. April eingetragen ist. Das mag vielleicht mit Zeitverschiebungen oder ähnlichem zusammenhängen. Normalerweise wäre mir der Tag des ersten Kontakts gar kein eigenes Video wert, weil alle Jahre wieder Modellraketen starten. Wenn es nicht dieses Jahr so wäre, dass es eine Mission durch Zeit und Raum gibt, als Patrouille, die sich nennt One Night in Bozeman, also wo wir nicht nur zu Ehren von Bozeman Montana in der aktuellen Zeit um die Wette Modellraketen bauen und starten lassen können, sondern uns augenscheinlich an den ursprünglichen Ort des Geschehens und tatsächlich den ersten, ja, den historischen Tag des ersten Kontakts anschauen können. Das Ganze wird auf jeden Fall was mit den Borg zu tun haben. Ja, was da auch so ein bisschen an den Kinofilm Erster Kontakt erinnert. Das wollen wir uns gleich zusammen ansehen. Also mir geht es hier in der Hauptsache um die neue Mission. Nichtsdestotrotz können wir hier mal einen kurzen Blick drauf werfen, was es denn eigentlich an Belohnungen gibt. Es gibt immer mal wieder, wie die vergangenen Jahre auch in diesem Fall, eine besondere Borg-Konsole, eine sogenannte Vortex-Drohne. Habe ich mich aber jetzt noch nicht näher mit beschäftigt. Es gibt einen Temporalwirbel als Konsole und was es die letzten Jahre auch gegeben hat, Spielzeugrakete, wenn man die haben möchte, Holo-Emitter für das Phoenix-Shuttle und bei den Spezialisierungspunkten weiß ich gar nicht, ob sie denn das letzte Mal auch gegeben hat. Gut, die Werte sollen erstmal egal sein. So ganz obendrauf gibt es noch ordentlich Dilithium. Und was ich besonders bemerkenswert finde, ist, dass man hier offensichtlich verschiedene Preise aus vergangenen Jahren auch nochmal bekommt. Und ja, kann man gut oder schlecht finden. Ich habe dazu in einem anderen Video schon mal ausführlich was erzählt, wo es um Mads Markt geht. Verlinke ich euch mal in der Infobox, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Ich nehme das einfach erstmal nur zur Kenntnis, dass man dann mit all seinen Chars auch, wenn man diesen Event hier bestritten hat, dann auch alte Belohnungen wiederbekommen kann. Ob das alle Belohnungen sind oder nur ein Teil, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Und ja, das Ganze, dieses ganze Event ist natürlich auch hier in den neuen Ereignisreiter gewandert und wie bisher ist es auch so, dass man innerhalb des Aktionszeitraums 14 Mal an der Aktion teilgenommen haben muss mit einem 20 Stunden Counter zwischendurch. Also wer es dann ganz genau abpasst, der kann auch schneller fertig sein als in 14 Tagen, aber das werden wohl nur die allerwenigsten schaffen. Gut. Steigen wir mal direkt ein. Genug der Vorrede. Aber an der Stelle kann ich schon mal sagen, wenn es euch gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. So, und jetzt machen wir mal Select Patrol. One Night in Bozeman. Travel back in time to April 4th, 2063. Jawohl. And stop the Borg from preventing humanity's first contact with the Vulcans. Ja, so ähnlich wie ich mir das gedacht habe. Wir reisen in der Zeit zurück und müssen hier, wie schon im Kinofilm, verhindern, dass die Borg wiederum den ersten Kontakt mit den Vulkaniern verhindern. Ja, genau, den ersten Kontakt mit den Vulkaniern verhindern. Also, auf geht's. Und, oho, eine Patrouillenmission am Boden. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe es auch vorher noch nicht ausprobiert, ihr merkt's. So, Cohen nehmen wir mit. Loderu nehmen wir mit. Und Schrani nehmen wir mit. Hoffentlich funktionieren meine Keybinds einigermaßen. Gut, wir legen mal los. Ich bin gespannt. Gut, sie sind hier. Ich hatte auch keine Lust, das hier alleine zu erledigen, sagt Seven of Nine. Unsere Holo-Emitter hier funktionieren wie geplant und das Bombardement sollte bald beginnen. Sobald es beendet ist, können wir loslegen. Ich habe ein paar Remulatoren mitgebracht. Sobald sie einen ausgerüstet haben, können wir den Holo-Schild abschalten und loslegen. Bombardement, was ist los? Holo-Emitter? Okay.
Initial Briefing. Also offensichtlich ist das wie eine Story-Mission angelegt, die wir ganz alleine spielen. Deswegen haben wir hier auch keinen Countdown, der irgendwie rückwärts läuft, also keine TFO. Aber auch keine herkömmliche Patrouillenmission. Ich bin minimal irritiert. Schauen wir mal. Bombardement, was ist hier los? Daniels sagte, dass das passieren könnte. Es hat irgendwas mit dem Effekt des Chronitonflusses auf das Kurzzeitgedächtnis zu tun. Temporale Mechanik ist schon was. Ja, wie ja was? Zeitreisen? Ja, wir wurden in der Zeit zurückgeschickt, um uns um ein Problem zu kümmern. Es ist der 4. April 2063, der Tag vor dem ersten Kontakt. In diesem Komplex befindet sich das Raketensilo, von dem aus das erste warpfähige Raumschiff der Menschheit gestartet wurde. Okay, und welches Problem müssen wir hier lösen? Das Problem sind die Borg. Sie sind hier und versuchen, den Lauf der Geschichte zu ihren Gunsten zu ändern. Unsere Geschichtsschreibung zufolge scheiterten die Borg an Picard und der Crew der Enterprise. Aber aktuell stimmt das nicht mehr. Irgendwie konnten die Borg eine Niederlage heute in einen Sieg verändern. Wir sind hier, um das zu verhindern. Ja, und was ist jetzt mit den Holo-Emittern? Momentan sind wir innerhalb dieses Holo-Schilds quasi unsichtbar. Sobald wir bereit sind, schalte ich den Schild ab, dann werden unsere Emitter aktiviert. Stellen Sie sich die Dinger einfach als ausgeklügelte Verkleidung vor. Sie lassen uns so aussehen, als ob wir hier hingehören. Okay. Was die Einheimischen betrifft, sehen wir aus wie ein paar normale Menschen des 21. Jahrhunderts. So wie ich, wenn ich jetzt die Kamera an hätte. Die durch die Wälder Montanas spazieren. Haben Sie noch Fragen? Ja, warum sind wir hier? Ah ja, okay. Gut, das hatten wir schon. Verstanden, machen wir uns an die Arbeit. Gut, das Bombardement sollte dank der Enterprise schnell vorbei sein. Wir müssen bereit sein, sofort in Aktion zu treten, sobald es soweit ist. Folgen Sie Sevens Anweisungen. Okay, bestätigt. Okay, ein Remodulator. So, da habe ich schon einen wegen meiner Bewaffnung. So, jetzt will ich mich aber nochmal flott umziehen. Damit die Ausgehuniform nicht dreckig wird. So. Remulator haben wir. So, Holoschild deaktivieren. Da bin ich mal gespannt. Auf geht's. Right, let's get moving. We need to get to the complex quickly. Wir müssen schnell zum Komplex. Na denn. Sieht mal wieder schick aus auf der Karte. Must have finished off the Borg vessel. We are the Borg. Your biological we are the Borg. From the state that this will be added to our own. Resistance is futile. After all this time, brauche ich eigentlich meine Brückenoffiziere? Resistance is inevitable. Ah ja, Seven fühlt sich wieder an ihre Borgzeit erinnert. Bis jetzt läuft das hier relativ geschmeidig ab, was ich gerade sagen wollte. Hoffentlich bekommen meine Brückenoffiziere kein Problem, wenn sie keinen Modulator dabei haben. Aber eigentlich ganz nett, mal wieder eine neue Borg-Bodenmission zu haben. Und elegant gelöst, sie einzubauen. Wo der Borg-Story-Arc ja eigentlich vorbei ist. Es sei denn, es würde sich hinsichtlich Picard nochmal was ergeben, wo ich weiterhin sehr gespannt drauf bin. Ich verlinke euch in den Infoboxen übrigens auch mal eine komplette Star Trek Online Playlist. Da gibt es viel zu sehen, inklusive interessanter Livestreams zu allen möglichen Themen. Da brennt's. So, zum Komplex Eilen. Na gut, jetzt können wir uns ja mal beeilen. Scan for Survivors. Ich hoffe doch, Saffron Cochran hat überlebt. I'm not picking up any Borg life signs in the complex. Picard and his people should be here now. Übernehmen wir also Picards Rolle. Picard und seine Leute sollten da sein. Gehen wir sicher, bevor wir weitergehen. Es wäre schön, Picard mal hier in dem Spiel zu sehen. Subraumsignale. Mein Rekorder empfängt mehrere Kommunikationssignale aus dem Subraum in diesem Gebiet. Ist es das Außenteam der Enterprise? Einige sind von der Sternenflotte, aber sie kommen aus dem Inneren des Raketensilos. Wahrscheinlich beschützen sie Saffron Cochran. Der Rest der Signale kommt aus südwestlicher Richtung.
Wissen Sie, was die Quelle ist? Wo soll ich das wissen? Die Borg? Anscheinend konnten sie ein paar Außenteams auf den Planeten beamen, bevor ihr Schiff explodierte. Wahrscheinlich sind sie hier, um uns das Leben schwer zu machen. Ich denke, wir können denen auch Schwierigkeiten bereiten. Na klar, machen wir uns auf den Weg. Um ihnen ein bisschen Schwierigkeiten zu bereiten. Ich hoffe, mehr als nur Schwierigkeiten. Lustig, dass die Borg Granaten werfen, oder habe ich mich da gerade verguckt? Okay, meine Keybinds funktionieren wieder mal nicht. Das ist immer mal so, wenn ich am Boden bin. Möglicherweise ist das in der Mission auch nicht nötig. Stirb! Sonst assimilieren wir zurück. Überall brennt's. Brennt mir doch der Hut. Eine Art Lager scheint es da zu geben. Okay, die Einwohner in Sicherheit bringen und beschützen. Feuer frei. Klopf du mal ruhig gegen den Schild. Hauptsache, du lässt mir hier schön die Zivilisten in Ruhe. Jetzt weiß ich auch, wo mein ophidianischer Gehstock hin ist. Mein taktischer Offizier hat ihn. Na, noch mehr von euch? Stirb, du Bestie. Was? Von was soll ich die Borg abhalten? Zivilisten zu assimilieren. Okay. Dann holen wir doch mal ein bisschen Offiziere dazu. Nutzen doch mal ein bisschen die Specials, die wir dabei haben. Kann ja nicht schaden. So, von der anderen Richtung kommen momentan keine Borg. Das ist gut. Gegen eine Zangenbewegung hätte ich doch etwas einzuwenden. Obwohl taktische Drohnen ja vielleicht auch so eine Taktik drauf haben sollten. Oder habe ich den Begriff taktische Drohnen falsch verstanden? Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Die Erinnerung der Einheimischen löschen. Okay. Dass man immer so einfach wäre. Neuralisieren. Der Neuralisator. Man in Black. Sehr schön. Bin jetzt alle geblitzdingst. Hast du das gesehen? Es hat wirklich geblitzt, oder? Tatsächlich. Das ist ja mal eine coole Hommage an Man in Black.
Die Borg scheinen ihre Taktik geändert zu haben. Anstatt Dr. Cochrane und die Crew der Enterprise auszuschalten, assimilieren sie nun die Einheimischen. Klingt logisch, dass sie nun keine zahlenmäßige Überlegenheit mehr haben. Tja, es ist wohl in unserem Interesse, dies so zu belassen. Genau, ich habe einen schnellen Scan an den Drohnen durchgeführt. In ihren Navigationssystemen finden sich mehrere Hinweise auf einen Ort nördlich von hier, gekennzeichnet als Ressourcenknoten 01. Ja, das müssen wir uns ansehen. Was auch immer sie vorhaben, es kann nichts Gutes sein. Ja, auf geht's. Sieht aber irgendwie gar nicht so wie der Ort aus, wo man all die Jahre die Raketen hat steigen lassen. Okay, vielleicht wurde das auch verändert. Das werde ich mir dann morgen mal ansehen. Aber alleine. Ressourcenknoten 01 ist eine Müllkippe. Na dann. Läuft doch bis jetzt ganz gut. Schilder Familienausflug in Bozeman. So läuft das. Alle Borg besiegen und den Schrottplatz räumen. Ach, da hat sich noch einer versteckt. Himmel. Smells and it's swarming with drones. Take them down. So, na dann. Feuer frei. Tja, wir versuchen wohl rauszufinden, was sie hier gesucht haben. Gehen wir hier ein bisschen in der Gegend rumscannen, nach Hinweisen suchen. Power amplifiers. Die Verstärker. Copper tubing. Kupferröhren. Lithium-Batterien. Ach, zur Hölle. Ich denke, ich weiß, was sie vorhaben, und es ist nichts Gutes. Auf jeden Fall gut zu wissen, dass es in dem Jahr noch Lithium gibt. Dann bekommen wir zumindest mit den Handy-Akkus keine Probleme. Tja, ist es das jemals? Gutes Argument. Ich denke, sie versuchen, einen Transporter zu bauen. Sie haben zwar vielleicht ihr Schiff verloren, aber an Bord der Enterprise gibt es noch eine Menge Borg. Wenn sie diese Drohnen hierher beamen können, wird es hier unten ernst. Stimmt. Was empfehlen Sie? Was mir da, by the way, gerade fehlt, ist, wie wir eigentlich diese Zeitreise gemacht haben. Der Komplex ist nicht weit weg von hier. Sichern wir ihn zunächst, dann können wir uns darum kümmern, diesen selbstgebauten Transporter zu finden und zu zerstören. Einverstanden, los geht's. Ich durfte gar nicht zu Ende scannen, das ist ja doof. Aber es ist auch nicht wirklich gemütlich hier, wirklich eine einzige Müllkippe. Mal den Gascontainer vielleicht in die Luft jagen? Tatsächlich. Schön. Ich mag's, wenn Missionen ein bisschen detailverliebt sind auch. Gut gelöst, finde ich. Und ich bin sehr angenehm überrascht, dass es eine neue Mission zum Tag des ersten Kontakts gibt. Eine neue Mission zum Tag des ersten Kontakts gibt. Lange überfällig, dass wir uns hier mal umschauen können. Sternenflotten-Kommunikationssignale in der Bar? Haha, ich kann mir da was denken. Ihr vielleicht auch, wenn ihr den ersten Kontakt gesehen habt. Oder die Geschichte dazu kennt. Und das Ganze hier lässt hoffen, dass vielleicht auch andere Ereignisse in Star Trek Online ein bisschen aufpoliert werden. Na? Los.
vermehren sich wie die Karnickel, die Borg. Nicht zu fassen. Wo haben wir es jetzt? Ach, das ist mein eigener Brückenoffizier, der assimiliert wurde. Na komm. Es ist anzunehmen, dass die Borg den Transporter fertiggestellt haben. Das waren assimilierte Sternenflottenoffiziere von der Enterprise. Das ist gar nicht wahr. Wir haben gerade den eigenen Brückenoffizier erschossen. Wir sollten das Gebiet durchkämmen, um sicherzugehen, dass es keine weiteren Borg zu Cochrane schaffen. Okay, das machen wir. Seven of Nine mit den beiden Kanonen erinnert mich das tatsächlich ein bisschen an die Picard-Serie. Will Riker? Seven Cochrane? Was höre ich denn da aus der Bar? Wer das? Diana. Seven Cochrane besäuft sich gerade mit Diana Troy. Wie cool ist das denn? Hoffentlich bekommen wir davon noch was zu sehen. Was ich aber eigentlich gerade sagen wollte mit den beiden Blastern, erinnert sie mich tatsächlich an ihr Auftreten in der Picard-Serie. Ich hoffe, da kommt auch noch was. Okay. Dazu habe ich in anderen Videos schon ein bisschen gemutmaßt. So, das Gebiet ist sicher. Der Übertragungsturm ist unser nächstes Ziel. Okay. Da scheinen einige Borg unterwegs zu sein. Oh, naja. Hauptsache Björn Borg ist nicht dabei. Dann komme ich klar. So, der Kommunikationsturm. Bin ich denn hier nicht rauf? Nö. Muss ich wohl doch hier lang gehen. Wir sind gut. Wir sind gut. Gut, aber das... Bewaffnet mit Phasern, Blastern, Granaten und allen möglichen anderen Klimbim, aber wir sind nicht in der Lage, diesen Zaun durchzuschneiden. So, ich habe eigentlich nur versucht, mit meiner Lautstärke zu übertönen, dass ich mir mein smarter Lautsprecher gerade eine Erinnerung erzählt hat. Ich weiß gar nicht, was es war. Vielleicht wisst ihr es jetzt besser als ich. Und da haben wir ihn ja, einen selbstgebauten Transporter. Wir müssen ihn deaktivieren, bevor es hier nur so von Borg wimmelt. Ja, wie machen wir das? Es gibt drei Transporterplattformen. Jede von ihnen bezieht ihre Energie aus einem Array. Ich kann einen Feedback-Impuls von jedem Array zur Plattform senden. Dadurch sollte die Plattform überladen und zerstört werden. Es wird nicht lange dauern, bevor die Borg verstanden haben, was wir vorhaben. Denke ich auch. Ja, sie werden mir vom Hals halten müssen, während ich an den Dingern arbeite. Ansonsten wird unser Plan schnell fehlschlagen. Nachdem wir die Transporterplattform ausgeschaltet haben, müssen wir uns um die Drohnen in diesem Gebiet kümmern. Wenn wir Glück haben, ist damit diese temporale Krise dann endlich vorbei. Tja, oder wie in einer anderen Mission, deren Name mir gerade nicht einfällt, müssen wir das noch driftig mal wiederholen. Vor allen Dingen, wenn Daniels möglicherweise seine Finger im Spiel haben sollte. Okay, ich traue mich gar nicht zu fragen. Und wenn nicht? Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist, okay? Jetzt müssen wir erst einen Transporter deaktivieren. Sind Sie bereit? Claro, bringen wir es zu Ende. Ja, ich weiß. Bringen Sie mich zur ersten Energiequelle. Machen wir alles. Alles simpel, na dann. Wenn du das sagst.
Alright, this one's done. Let's go. Let's go? Na gut. Wenn du sagst, let's go, dann machen wir das. Hey. So war das aber nicht gedacht. Ein bisschen, ein kleines bisschen Rubberbanding. Ach, kann ich mich nehmen? Oh, das lag jetzt am Rubberbanding leider. Na komm, kannst du uns alle wiederbeleben? Ich respawne ungern. Obwohl das sowas ähnliches auf meinem Grabstein irgendwann mal stehen wird. 3, 2, respawn in 3, 2, 1. Connection lost. Ja, jetzt muss ich respawn machen. Alle weg. Los, aufstehen. Genug geschlafen. Okay, ist doch ganz schön was los. Er läuft da hinten noch rum. Jetzt die Mission ja auch schon mal erledigen können. Boah. Die sind. Wir haben ordentlich was drauf hier. Vielleicht hätte ich mich auch nicht so in die Massen stürzen sollen eben. Ich glaube, dann wäre das mit den Borg auch gar nicht so dramatisch gewesen. Ja, ja, here we go, ist ja gut. So, noch eine Granate rein und dann erstmal weiter zur nächsten Phalanx. Komm mit, Seven. Oder komm mit, Annika. Huch. Lass dir mich wohl in Ruhe. Sie haben uns bemerkt. Sicherheitspatrouillen zeigen eine Menge Aktivitäten. Nicht auf eine gute Weise. Ja, merkst du das jetzt erst, dass die uns bemerkt haben? Oder sollte das Ziel sein, dass wir uns dran vorbeischleichen? Hättest du das mal früher sagen müssen. Ich bin aus Star Trek Online keine Schleichmissionen gewöhnt. Obwohl, das wäre vielleicht auch mal eine Abwechslung, eine schöne. Mit einem zusätzlichen Echolate. Vermeide jeden Feindkontakt. Vielleicht mal als kleine Anregung. Wenn es schon keine Forschungsmission ist. So, kommt da jetzt mal noch mehr, oder? Okay, die zweite wurde mittlerweile deaktiviert. Nein, 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 nein. Ich treffe mich durch das Auto, das ist aber nicht gut. Ja, wir können das schaffen. Ist mir klar. Wir haben ihre Taktik analysiert. Wir haben uns angepasst. Wir sind Borg. Was für eine Taktik? Ich habe überhaupt gar keine. Gerissen des Kleinen, sie verwenden ein fraktales, selbstreplizierendes Sicherheitsprotokoll. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Das
So, lasst du mich denn jetzt mal kurz in Ruhe? So, Seven ist gleich fertig. Transporter ist abgeschaltet. Verbleibende Borg besiegen. Na gut. Oh, steht einer direkt vor meiner Nase. Das dürften nicht mehr viele sein. Herrje. So. Erledigt. Nein, immer noch nicht. Wo kommen die alle immer her? Was hilft mir? Seven hilft mir nicht. Obwohl sie zu diesem Ranger-Trupp gehört. Die den armen Hilflosen hilft. So. Die halten aber auch was aus. So. Mit Seven sprechen. Ach, das war's schon. Ich denke, das Schlimmste ist geschafft. Ich messe keine Borg-Aktivitäten mehr in diesem Gebiet. Gute Arbeit. Und man bekommt doch einiges. Ordentlich Dilithium-Erz, Patrouillenbonus. Also, es ist tatsächlich eine echte Patrouille. Tag des ersten Kontakts Auszeichnungspaket, wo wir 14 Stück von brauchen. Ach, gar nicht wahr. Die Kiste enthält Auswahl von Abzeichen, die man sich beim Schneider abholen kann. So, und wenn man keins davon wählen kann, dann kann ich stattdessen einen Fähigkeitspunkte-Boost wählen. So, können nur mit Uniform der Föderation getragen werden. Das ist ja auch mal ganz nice. So, dann nehmen wir hier noch ein paar Discovery-Marken mit. So, gute Arbeit. Ja, und was ist jetzt mit der temporalen Krise? Die ist vorbei, was sie betrifft. Ich kümmere mich um die Borg-Technik, die hier herumliegt. Es ist ein ziemliches Chaos, aber meine Naniten machen damit kurzen Prozess. Was sie betrifft, sie können in die Gegenwart zurückkehren. Machen Sie mal eine Pause und gönnen Sie sich einen Drink. Na gerne doch. Den haben Sie sich definitiv verdient. Vielen Dank. Passen Sie gut auf sich auf, Seven. Wenn ich da drauf jetzt klicke, dann geht's zurück zur Gegenwart. Ich finde es jetzt fast ein bisschen schade, dass es schon vorbei ist. Und klar, natürlich laufen Patrouillenmissionen so ab, aber da hätte ich mir jetzt fast, ich weiß, das ist schon Jammern auf hohem Niveau, hätte ich mir fast eine Story-Mission gewünscht mit irgendeiner Cutscene, keine Ahnung, wo Zefram Cochrane tanzt oder wo Deanna Troi besoffen aufs Parkett fällt oder irgendwie was. Irgendwie was in der Richtung. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Gut, bringen wir uns erstmal zurück in die Gegenwart. Ihr könnt derweil gerne mal den Abo-Button drücken und das Glöckchen klingeln, damit ihr keine Mission in Star Trek Online und kein Event und keinen Livestream verpasst. Da bedanke ich mich recht herzlich bei euch. So, und ich werde mich jetzt hier nochmal ein bisschen umkleiden. So sieht das Ganze doch deutlich besser aus. Ja, nicht übel, sprach der Düpel und verschwand in der Wand. Wie gesagt, alles, was ich zu bemängeln hatte, ist Jammern auf hohem Niveau. Ich freue mich sehr, dass hier auch mal ein bisschen Abwechslung in den Tag des ersten Kontakts gekommen ist und dass das vielleicht bei anderen Events auch geschehen wird. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.